Lieber Mario, ich freue mich, dich zu sehen und auch dich zu hören. Oh. Hallo, lieber Fürstenwalder und liebe Gäste. So, als allererstes erstmal eine Ansprache an die Mods, weil ich es ja schon mal zweimal geschafft habe, in den Artikel aufzutauchen, um gleich den Wind aus der Segel zu nehmen. Ich gehöre keiner politischen Vereinigung, keiner Partei und so weiter und so fort an. Alles, was ich hier sage, das sage ich, weil ich dieses möchte, weil ich das vor meinem Gewissen verantworten kann und dann abends auch noch in den Spiegel gucken kann, ja? Und der darf auch... Und das darf auch sehr gerne von der Mods so abgedruckt werden und nicht anders, ohne was dazu zu dichten und irgendwas wegzulassen, so wie das immer üblich ist. Jetzt mal die Arme hoch. Wer ist denn bis spätestens 1973 geboren? Spätestens nicht, also 74 wäre schon zu viel, 73. Wer bis 73 geboren ist, weißt du ungefähr, wie das ideologische Programm in der Deutschen Demokratischen Republik aussah. Du bist dieses ganze Programm mit durchgegangen. Du musstest deine Meinung hinter vorgehaltener Hand sagen. Wenn du dich politisch unterhalten hattest, dann musstest du es möglichst in kleinen Gruppen machen, damit du nicht auffällig bist. Ja, und wenn du dich daran gehalten hast, dann konnte das ganz schnell passieren, dass dir auch Schlimmeres widerfährt. Und dann kam dieses super tolle Jahr 1989. Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern. Ja? Der Vulkan hatte gebrodelt und irgendwann schwappte dieser Vulkan über. Da hinten bei der Staatssicherheit wurden Kerzen angezündet, das rief die friedlich ab und dann hat sich alles hinten beim Dom getroffen. Da wurden Reden gehalten von Leuten, wo ich nie gedacht hatte, dass die so eine Reden halten können. Ja, im Endeffekt war das so, dass ich dachte, Mann, bist du ein Wendehals. Nein, war aber nicht so. Später habe ich mich mit den Leuten unterhalten und die Leute, die hatten einfach nur Angst und haben sich vor diesem System versteckt. Jetzt haben wir 2024 und unwahrscheinlich, muss ich sagen, habe ich hier wieder ein Déjà-vu. Leute reden wieder hinter vorgehaltener Hand, Leute verstecken wieder ihre Meinung. Ja, und haben wirklich Angst, wenn sie diese Meinung äußern, dass sie ihre Existenz verlieren. An diesem Punkt sind wir mittlerweile angekommen und das kann einfach nicht die Wahrheit sein. Jetzt fragt man sich doch, warum stellst du dich hier auf so eine Bühne und hältst hier so eine Rede? Du müsstest doch auch Angst haben. Klar habe ich auch Angst, aber mittlerweile habe ich dieses Alter erreicht. Wenn du mir mit einer Lampe ins Gesicht leuchtest, bin ich geneigt, auf das Licht zuzugehen. Und die ganze Angelegenheit sieht nämlich so aus. Ich bin nicht bereit, ja, der nachfolgenden Generation dieses Land, so wie es jetzt ist, zu übergeben. Ich möchte es einfach nicht. Weil so wie dieses Land jetzt aussieht, dass du wirklich, ich rede hier mittlerweile auch von der Unterdrückung, dass eine Frau Nancy Faeser so weit geht, dass sie deine Konten fänden will, dass sie dich wirklich aus dem Leben verbannen will, dich wirtschaftlich kaputt machen will. Das ist keine Zukunft für mich und auch keine Demokratie, die ich so haben möchte. Und ich habe gelernt, nach 89 aufrecht zu gehen und auch eine Stimme zu haben. Und die Stimme werde ich auch weiterhin erheben. Was ich jetzt berichte, ist nur so aus meinem Leben, weil ich habe ja die Möglichkeit, spätabends oder in der Nacht durch Berlin zu kommen, aber nicht, weil ich da feiern gehe, sondern so wie viele andere auch berufstätig bin, ganz normal. Ja? Und dieses alte Problem, dass unsere Regierung sehr verschwendungssüchtig ist, das muss ich hier keiner erklären, das sollte jeder selber wissen. Jetzt laufen dir abends, ja, nach 22 Uhr in Berlin Rentner über den Weg. Ich rede nicht von Obdachlosen, ich rede von Rentner, die da Flaschen sammeln. Du versuchst mit denen in Gespräch zu kommen und die haben Angst. Die haben aber nicht Angst vor dir, weil du ihnen was tust, weil Berlin ist ein heißes Pflaster. Nein, sie haben Angst, weil sie sich schämen. Sie sind ein ganzes Leben lang arbeiten gegangen und können ihre Rente nur aufbessern, ja, indem sie Flaschen sammeln und eine unmögliche Zeit und sie schämen sich dafür. Nicht die Rentner sollten sich schämen, diese Regierung sollte sich schämen, dass sie die Rentner vergessen hat.
Und damit ist es ja noch nicht zu Ende. Wenn du als Rentner wirklich, also mir ist ein Bedürfnis, weil ich habe auch dieses Alter ran, jeder kommt irgendwann mal dahin. Ja, wenn diese Rentner irgendwann mal in die Pflege fallen, ja, dann ist diese Pflege unbezahlbar. Endlich bleibt diesen Rentner nichts mehr zum Leben übrig. Und im Endeffekt sieht es so aus, ich bekomme noch nicht mal die Leistung. Und das liegt aber nicht an dem Pflegepersonal. Das gibt sich wirklich Mühe. Das ist dieses Ganze drumherum. Weil nämlich überhaupt keiner mehr Zeit hat für die alten Leute. Und die haben ein ganzes Leben lang gearbeitet. Und das muss in diesem verdammten Land endlich wieder abgeschafft werden. Man muss einfach in Würde alt werden können. Verdammt nochmal. Wenn wir dann weitergehen, dann gehen wir zur Deindustrialisierung Deutschlands. Wenn wir dieses sehen, wenn du dich einfach umguckst, du musst schon blind durch dieses Land gehen, wenn du nicht siehst, wie dieses Land sich selbst abschafft und verschwindet. Die Energiepreise sind so hoch, die Materialkosten sind so hoch, die Lohnkosten sind so hoch. Du kannst ja gar nicht mehr für weniger arbeiten gehen, weil um dich herum alles künstlich nach oben getrieben wurde. Wenn hier neue Arbeitsplätze geschaffen werden in diesem Land, dann werden die von dieser Regierung subventioniert. Das muss man sich mal vorstellen, weil sonst überhaupt keiner mehr Interesse hat, an diesen sterbenden Standort Deutschland zu kommen. Im gleichen Atemzug will man aber in Anführungsstrichen den Bauern die Subvention streichen. Da gibt es so eine wunderschöne Edeka-Werbung. Hat die irgendeiner gesehen? Ja? Da geht es eigentlich um ein ganz anderes Thema, aber ich sehe dieses mit ganz anderen Augen. Da wird Edeka leergeräumt und so ungefähr noch ein Viertel dieses Geschäfts ist voll. Das heißt, da kommen jetzt ungefähr 4 oder 5 große Familien, kaufen ein und dann haben die den restlichen Tag Freizeit. Ja? Und das ist eine Sache, die sollte eins zu denken geben, inwieweit wir uns doch vom Ausland abhängig gemacht haben. Ja, wir sind noch nicht mal mehr in der Lage, uns selbst zu versorgen. Und das sollte wirklich jeden zu denken geben. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich für meinen Teil, weil ich auch viele von diesem Fahren sehe, bin ganz klar gegen Waffenlieferungen. Ich bin ganz klar gegen den Krieg. Will ich jetzt nicht sagen. Ich bin ganz klar, wie gesagt, gegen den Krieg. Ich finde es auch unverantwortlich. Wir leben in einer wahnsinnig aufgeklärten Zeit. Wir haben Technologien zur Verfügung, da wäre früher nie dran zu denken gewesen. Und trotz alledem schaffen wir jetzt nicht, Deutschland aus der Geschichte heraus musste führend sein, die Leute an einem Verhandlungstisch zu kriegen und nicht aufs Schlachtfeld. Man muss sich das mal überlegen, wie im Mittelalter, wo man noch mit Knüppel und Äxte aufeinander losgegangen ist, stehen junge Leute auf dem Schlachtfeld, die sich überhaupt nicht kennen und sollen sich für politische Interessen gegenseitig erschießen. Was ist denn das für ein Quatsch? Und wenn man jetzt einfach nur das Thema Ukraine nimmt, einfach nur mal rauspickt, die Westukraine hat nicht viel, aber die Ostukraine ist voll mit Rohstoffen. Meine persönliche Meinung, es ist wie immer nur ein Rohstoffkrieg, für den junge Leute mit dem Leben bezahlen. Und wenn uns hier vorgegaukelt wird, dass viele so heldenhaft in diesen Krieg ziehen, wenn ich mal ein ganz kleines Erlebnis, am Flughafen Schönefeld haben wir gestanden, da sind wir wieder gekommen von einer Reise. Und dann habe ich geguckt, ich fand es schon sehr erstaunlich, dass die Soldaten beim normalen Sicherheitscheck-in standen. Das waren ukrainische Soldaten gewesen und die sahen nicht glücklich aus. Und dann habe ich geguckt, normalerweise freundschaftlich, da standen Bundeswehrsoldaten, solltest du dich auch verabschieden, haben die aber nicht. Was ich erst viel später mitbekommen habe, sie haben nur gesichert, dass nicht noch einer auf die Idee kommt, wirklich nicht zurück in den Krieg zu ziehen. Ja, und das ist doch eine völlig legitime Entscheidung.
So, dann möchte ich das hiermit beschließen und ich möchte mich bedanken, dass ihr alle zugehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wenn ich das so sehe und wir werden beschimpft von alle Ecken und Enden, was ihr hier macht, ist die wahre Demokratie, das ist nämlich der friedliche Widerstand. Ja, und den kann man nicht in irgendeine Schublade stecken. Ja, hier. Und wenn Nancy Faeser und irgendwelche anderen Damen und Herren aus Berlin der Meinung sind, uns maßregeln zu müssen, dann sollen sie das gerne tun. Aber wie weit sie damit kommen, werden wir im Endeffekt entscheiden. Ich bedanke mich bei euch. Als nächstes möchte ich gerne den Uwe auf der Bühne haben. Liebe Fürstenwalder und liebe Gäste, mein Name ist Uwe Buth. Ich bin Ureinwohner von Fürstenwalde, wenn man so will. Mittlerweile 68 Jahre alt. Und mich treibt das einfach um. Ich bin erschüttert. Ich war mal so naiv zu glauben, nach der Wende, es wird alles besser. Ja, für Einzelne, für mich, ich kann mich auch nicht beklagen. Aber wenn ich das so sehe, es geht ja anderen wie Rentner, wie der Vorredner geschildert hatte. Manchen geht es viel schlechter als mir. Und für die bin ich hier. Ihr seid nicht böse, wenn ich ablese. Weil ich bin nicht so gut drauf wie mein Vorredner, der Mario. Und ja, wenn ich noch eine Weile blätter, dann habe ich auch die erste Seite. So, schauen wir mal. Ja, was bewegt mich eigentlich, hier auf die Bühne zu kommen? Wahrscheinlich ist es das, dass ich mal meinen Frust loswerde und laut aussprechen kann. Es ist auch das, meine Gefühle zu äußern, was mich hier bewegt, was mich besorgt, was uns alle hier, wie wir hier stehen, besorgt. Wir machen uns Sorgen um dieses Land. Wir machen uns Sorge um die Menschen. Wir, wie wir alle hier stehen, wir sind nicht rechts. Und wenn wir für den Frieden sind und das meint einer, wir sind rechts, dann bin ich rechts. Bitte schön. Ich habe kein Problem damit. Die Situation hier im Land und weltweit, wie ihr alle wisst, ich erzähle eigentlich viele Selbstverständlichkeiten jetzt, aber ich muss es eben loswerden. Vieles hat sich verändert. Die Politik weiß nicht, was den Bürger bewegt und was ihm wichtig ist. Grundsätzlich erstmal Frieden, das ist ja ganz klar. Es ist dem Bürger, den Bauern, den Spediteuren, den Handwerkern, den Krankenschwestern, den Pflegern, der alten Generation, die dieses Land nach dem furchtbaren Krieg wieder aufgebaut hat. Einfach nicht mehr zu erklären, wenn die Regierung überall dafür sorgt, dass alles teurer wird und andererseits Milliarden von unseren erwirtschafteten Steuergeldern verschwendet wird in die ganze Welt. Was muss? Ob das für Fahrradwege in Peru ist, für irgendeine, also nicht gegen die Frauen, nicht falsch verstehen, für irgendeine feministische Erfindung von Frau Baerbock ist oder was auch immer. Und für diese Menschen gehen wir jeden Montag bundesweit friedlich spazieren oder eben demonstrieren, je nachdem. Wir können einfach nicht mehr zusehen, wie unser Land, unsere Heimat von der Regierung an die Wand gefahren wird. Und mich wundert es nicht, wenn ein Herr Habeck sagt, er kann mit dem Wort Heimat nichts anfangen, dass die so regieren, wie sie regieren. Es ist schade, der Mario hat es angedeutet, der Sören auch, dass immer noch so wenig zu uns kommen, dass immer noch so wenig auf die Straße gehen. Und wir haben montags, wenn wir miteinander reden, keine Erklärung dafür, woran liegt das eigentlich? Ja? Ich sag mal, natürlich können nicht alle unzufriedenen Bürger die Gelegenheit des friedlichen Protestes
gegen die nationale und internationale Politik unserer Regierung wahrnehmen. Viele müssen um diese Zeit wahrscheinlich noch arbeiten oder haben nach schwerer oder getaner Arbeit keinen Elan mehr. Manche trauen sich vielleicht nicht, weil sie Angst um ihren Job haben oder um ihre Firma. Aber sie brauchen keine Angst haben, wenn wir gemeinsam auf die Straße gehen. Wieder andere befürchten vielleicht, dass wir rechts sind. Rechtsradikale oder Verschwörungstheoretiker, wie es ja in den Medien dann immer heißt, nicht? Wenn wir auf die Straße gehen. Da werden wir dann verunglimpft. Uns allen geht es nur um eine vernünftige Innen- und Außenpolitik zum Wohle der Menschheit und der Bürger unseres Landes und der Welt. Um Frieden, Freiheit, Souveränität. Deswegen möchte ich hier auch nochmal die Gelegenheit wahrnehmen, über Dinge zu sprechen, die ihr alle wisst, die ihr alle kennt. Aber ich hoffe, ich erreiche dann noch den einen oder anderen, der nicht weiß, was wir hier machen. Und aufzählen, um was es uns eigentlich geht. Wir sind hier für Frieden, gegen Krieg, für Diplomatie. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Für Abrüstung, gegen Waffenlieferungen. Waffen retten kein Leben, wie manche Politiker sagten. Waffen töten Menschen. Wir stehen hier gegen Sanktionen. Ein Wirtschaftskrieg, wie wir täglich sehen können in den Regalen, schadet nur der Gesellschaft und uns Bürgern. Gegen die Vormundschaft der USA. Gegen illegale, unkontrollierte Zuwanderung. Gegen die weltweite Steuergeldverschwendung. Für die Senkung der Inflation und einen bezahlbaren Lebensunterhalt für alle. Gegen die CO2-Steuer, die Benzin- und Heizölkosten in die Höhe treiben. Gegen die Mauterhöhung, gegen Mietwucher, gegen Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, gegen Kürzungen in der Bildungspolitik. Und aktueller denn je für die Solidarität mit unseren Landwirten. Für Investitionen in die Zukunft, nicht in Krieg. In die Zukunft für Bildung und Soziales, für die sinnvolle Erhaltung unserer Umwelt. Für die sinnvolle Erhaltung unserer Umwelt. Schluss mit der Klimahysterie und der verfehlten Energiepolitik. Für die Unabhängigkeit von Wissenschaft, Presse und Justiz. Für die Aufarbeitung der Corona-Politik. Für die Gewährleistung der Grund- und Menschenrechte. Für Politikerhaftung und gegen Lobbyisten, die die Politik lenken. Für die Besetzung der Ministerien mit Menschen, die Fachkompetenz und Erfahrungen mitbringen. Und das sind nun mal keine Kinderbuchautoren. Ich will keinen Kinderbuchautor diskriminieren, aber... nicht wahr? Oder Tellerwäscher oder irgendwelche Trampolinspringerinnen. Oh.
Menschen, die in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen, in der Bildung, in der Justiz oder als Soldat tätig waren, die bringen Erfahrung mit. Unsere Erwartungen an die Regierung: Halten Sie sich an Ihren Amtseid, alles für das Wohl des deutschen Volkes zu tun und Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Halten Sie sich an Ihre Wahlversprechen, ansonsten sehe ich das oder sehen wir das als Wahlbetrug und Irreführung der Wähler an. Hören Sie auf die Sorgen der Bürger. Frieden ist das Wichtigste auf der Welt. Schon Willy Brandt sagte, unser Bundeskanzler 69 bis 74, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Klaus von Donani, Bürgermeister in Hamburg, Mitglied des Deutschen Bundestages damals, sagte, wenn die Ukraine weiterhin in die NATO getrieben wird, und das ist amerikanische Politik, wenn das geschieht, dann kann es einen Krieg an den Ostgrenzen Europas geben, da wo er jetzt stattfindet, nämlich an den Ostgrenzen in erster Linie der Ukraine. Und da haben wir den Salat. Wenn diese Kriegstreiberei und diese Waffenlieferung nicht aufhören und Diplomatie keine Anwendung findet, dann schafft sich die Menschheit selber ab, und zwar bevor es der Klimawandel tut. Darum, liebe Fürstenwalder und Fürstenwalderinnen, keine Angst, ich werde nicht gendern. Das ist nämlich auch so ein Quatsch. Liebe Fürstenwalder und Fürstenwalderinnen, liebe Gäste, und alle aus der Umgebung, ich möchte euch ermuntern, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen, wenn ihr genauso denkt. Denkt an das Lied von Hannes Wader, es ist an der Zeit. Ich bedanke mich bei allen, die mir zugehört haben und ein offenes Ohr boten. Und ich bedanke mich bei Sören für das ganze Org-Team mal an der Stelle. Als nächstes hätte ich gerne den Lutz aus Frankfurt bei mir hier auf der Bühne. Herzlich willkommen. Ja, hallo alle miteinander. Mein Name ist Lutz Kauliski, ich komme aus Frankfurt-Oder. Und wir gehen seit 3 Jahren gehen wir auf die Straße mit unterschiedlichen Erfolgen. Ja, wir wurden verhetzt. Ja. Wir haben Hausdurchsuchungen hinter uns, wir haben Verleumdungen hinter uns. Ja, aber wir haben gesagt, der Wind wird rauer und wir bleiben dabei und wir werden auch nicht zurückweichen. Und ich muss auch sagen, die beiden Redner, die jetzt hier vorne gesprochen haben, die haben ja schon viel, geht das noch? Die haben ja schon viel, viel Gutes gesagt und meine Rede so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Ja, ich möchte auch nicht hier vieles weitererzählen, aber was wir uns auch fragen, warum gehen nicht so viele Leute auf die Straße? Was ist los mit diesen Menschen? Geht es denen noch zu gut in der sozialen Hängematte, wo man sagen kann, ja? Ja, wir haben festgestellt, dass wir sagen, okay, vielleicht ist dieses Volk dazu verdammt, ja, wie ein Alkoholiker, der muss erst mit der Schnauze im Dreck liegen, dass er merkt, pass auf, so geht's nicht weiter. Und es muss jeden betreffen. Und dann gibt's noch Erhebungen. Ja, übrigens amerikanische Erhebung, was mit den Menschen ist, dass nur von 100% 20% Menschen in der Lage sind, aufzustehen, die ein Rückgrat zeigen können. Die Rest schaffen das ihr ganzes Leben lang nicht. Und wir merken es selber, wenn wir nur die 20% zusammenkriegen würden, ja, dann wären wir schon in die Gewalt gemacht. Wir haben vieles versucht, wir haben viele Leute versucht, auf die Straße zu holen, wir haben uns Hausaufgaben gegeben. Es ist einfach nicht möglich. Ihr merkt es selber, wenn ihr euch mit Leuten unterhält, ja, jeder ist unzufrieden. So gut wie jeder stimmt einem zu, und wenn du dann sagst, pass mal auf, sehen wir uns dann, wir gehen zum Beispiel am Montag, sehen wir uns am Montag, kannst du doch verlassen. Scheiße, was, da kommt keiner. Ja, dann ja, und dann fragen wir uns auch, wie konnte dieses Land
Wie konnte dieses Land überhaupt so weit an den Rand des Abgrundes kommen? Was ist denn hier passiert? Und ich muss auch sagen, nach der Wende. Medien. Wir haben Aufbruchstimmung gehabt. Kennen wir alle, ne? Jawohl, 89 und jetzt geht's vorwärts. Es ist auch viel Schönes passiert, wenn man sich die Häuser anguckt, wenn man sich die Straßen anguckt, Brücken. Es ist viel Schönes geschaffen worden. Aber ich sehe das so, seit 2015 geht's den Bach runter. Ja, es geht runter und dann sitzen... Da sitzen Leute an den Hebeln der Macht. Ja, die da gar nicht hingehören. Rotzgören, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind mit 16 in der Politik gegangen, die haben noch nie mit der Schnauze im Dreck gelegen und die haben noch nie gearbeitet. Und diese Leute wollen mir erzählen, wie ich zu arbeiten und zu leben habe. Und dann kommt noch so ein Blödsinn raus, wie der ganze Gender-Quatsch. Ja? Und der ganze, ich will das jetzt gar nicht sagen, wo man sagt, was ist denn mit dieser Gesellschaft los? Ist denn hier Sodom und Gomorra? Was zählt denn eigentlich noch? Zählt denn noch ehrliche Arbeit? Oder bloß irgendwelche, die habe ich, ich möchte heute eine Frau sein und morgen eine Ziege und übermorgen bin ich dann irgendwann anders. Man lacht. Aber das ist doch balle krank. Früher haben wir gesagt, sowas schickt man in eine Psychiatrie, dann gehst du erstmal hin. Ja? Und nicht heute, da wird es hofiert. Und da gucken wir uns diese ganze Unehrlichkeit, dieser Hass zwischen Andersdenkenden. Ich kenne das noch, oder ich denke, so war das früher, wenn der Willy Brandt mit dem Schmidt, ja, die haben sich im Bundestag gefetzt und danach sind sie ein Bier trinken gegangen. Da haben sich ganz vernünftig unterhalten. Und was ist heute? Heute wird einem der Tod gewünscht. Ja, heute sind wir verhasst. Ja, dann werden Lügengeschichten erfunden. Da ist keine Kollegialität mehr. Und wir haben uns doch Schiller gemacht, ihr habt mehr Respekt für politisch Andersdenkende. Das ist doch ganz wichtig. Ja, dass wir sagen, jawohl, denkst du immer anders. Und nochmal zurück zu diesen politischen Rotzgören, die noch nie gearbeitet haben, die uns jetzt erzählen wollen, wie die Welt funktioniert und wie das Leben funktioniert. Ja, so was gehört weg. Und mein Vorredner hat es auch schon gesagt, ihr habt, ja, Haftung für Politiker. Ja, ihr habt einen Eid geschworen. Und sag mal, wenn wir Scheiße auf Arbeit bauen und irgendwas, da ziehen die uns das Fell von den Ohren, das ist nur so Rauch. Ja? Und der Politiker, der stellt sich hin, naja, da sind mal 500 Millionen in der Autobahn in den Sand gesetzt. Pff, Scheiße war, das interessiert keinen, interessiert das. Ja? Und so kann es einfach nicht weitergehen und so darf es nicht weitergehen. Ja? Und deswegen sagen wir auch, wir sind hier die rote Linie. Das geht nicht. Und nebenbei, wir haben jetzt 300.000 Illegale hier. 300.000, die durchgefüttert werden. Ja, und wenn wir das Problem nicht ehrlich anfassen, ich habe vorige Woche im Daily Telegraph, ja, war bei uns im Programm, ja, da wird aufgerufen, Leute, verlasst Europa, solange ihr noch könnt. Europa ist verlassen. Ja, man lacht drüber, aber man sieht's ja. Ich kann's euch hier nochmal sagen, mein Junge war vorige Woche in Berlin und hat da mit 7 Mitbürgern in Kontakt gehabt. Den haben sie zusammengeschlagen. Den haben sie zusammengetreten und sind dann weggerannt, ja, und ich habe dann die Bilder, wenn man sich das vorstellt, ich bin früh dann um 7 und dann kommt da so ein Bild aus dem Krankenhaus, was ist mit meinem Jungen los, was ist denn da passiert? Und dann hörst du die Geschichte dahinter und dann siehst du dann, sag mal, viele kennen jetzt vielleicht der Philipp, den sie vorige Woche beerdigt haben, ja, den Brustkorb, und da gibt es so viele Geschichten und der will doch kein Elternteil, will doch sowas erleben, der will doch nicht sein Kind irgendwo hingetragen haben oder will hören, du, dein Kind liegt da irgendwo eingetreten. Und dann hört man noch, du, pass auf, die sind freigesprochen, weil sie irgendwie, ja, nicht ganz, ach, immer noch ein Trauma haben und sowas. Ja, ich will kein verunglimpfen, aber wir müssen das Kind beim Namen nennen. Wir sollten endlich wieder zur Ehrlichkeit zurückkommen, denn das haben wir vor 89 gehabt. Und es gab mal in Peter Schollatour, viele werden ihn kennen, das war ein wunderbarer Nahostexperte und Auslandskorrespondent, den haben sie übrigens dann auch, weil er zu viel die Wahrheit gesagt hat, immer mehr ausgeschasst. Ja? Er hat mich auch gesagt, ja, wenn ihr versucht, Kalkutta zu helfen, indem ihr Kalkutta zu uns holt, dann helft ihr Kalkutta nicht, sondern ihr werdet zu Kalkutta. Und es ist diese Richtung, die wir hier einschlagen. Dann haben wir noch dieses Gießkannenprinzip.
Er hat gesagt, ihr habt in alle Herren Länder wird Geld hingeschmissen. Ja? Der andere hat wieder gesagt, mit den Rentnern, wir haben viele Probleme, wir haben so viele Probleme im eigenen Land. Ja? Aber wir spielen uns auf wie der Krösus. Wir versuchen dort die Genderpolitik in Uganda zu ändern. Ja? Dass sie dann genauso um so einen Blödsinn reden wie hier. Wir versuchen Radwege. Ja? Es gibt Indien, hat 1,5 Milliarden, kriegen sie Hilfe. Und die haben für 1,5 Milliarden haben sie einen Satelliten in die Welt geschossen. China kriegt 680 Millionen. Wirtschaftshilfe! China, diese Wirtschaftsmacht! Also, habt ihr sie nicht mehr alle? Aber das kann eben nur funktionieren, weil da oben, ja, so viel, ich sag's Idioten, und man darf Idioten sagen, weil das sind nicht Fachmänner, ja, das möchte man hier betonen. Und wenn hier jemand steht von der Presse, und das haben wir in Frankfurt auch, wenn sie dann wieder irgendwelche eure Lügengeschichten schreiben, wir sind und wir bleiben friedlich und wir schützen unsere Demokratie, wir sind nicht gegen die Demokratie, nur weil wir unsere Meinung sagen. Und ich muss euch noch sagen, wenn wir in Frankfurt auf der Straße gehen, ich spreche mit so vielen Menschen, die dann sagen, wisst ihr was, es tut mir so gut. Es tut mir so gut, am Montag dabei zu sein, weil es zerreißt mich sonst hier, was in diesem Land los ist. Ja, ich kann das nicht mehr ertragen, diese Lügen. Für was machen wir das denn? Für unsere Kinder und für unsere Enkel? Ja? Und wer hier nicht mitmacht, was wollt ihr denn den Kindern später mal erzählen? Ja? Dass wir ruhig geblieben sind, wir wussten von nichts. Jeder wusste, was hier los ist und in diesem Land los ist. Und wer hier die Schnauze hält und wer schweigt, der macht sich mitschuldig. Ja, und in dem Sinne, ich meine, wir sehen es selber, wenig Leute, schöne Leute. Und wir können auch, wenn keiner mitmachen will, ja, dann ist es so. Aber wir bleiben dabei. Das ist immer ganz wichtig, dass man dabei bleibt. Wir haben auch in Frankfurt oder haben wir Gegendemos gehabt. Kann ich auch sagen. Ja, Gegendemos haben sie da am Dienstag ganz groß angekündigt. Oh, wir gehen am Dienstag alle auf die Straße. Die Montagsdemonstranten werden wir zeigen. Dann waren sie einen Dienstag da. Dann war der nächsten Dienstag schon ganz ruhig. Und dritten Dienstag ist gar keiner mehr gekommen, weil sie ja keine Lust mehr hatten. Ja, weil sie nicht den Elan haben, den ihr hier alle habt. Ja, den Elan, ja, 4 Jahren. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt 3 oder 4 Jahre habe. Ja, so. Aber solange wir auf der Straße gehen. Und wir sind der Dorn bei denen im Arsch. Ja, und woran merkt man denn echten Widerstand? Echter Widerstand ist nicht, wenn sie uns Lob huben. Oh, die gehen auf die Straße, schön für die Demokratie. Die hassen uns. Die hassen uns, weil wir die Wahrheit sagen. Und die hassen uns, weil wir nicht aufhören damit. So, dann nochmal zu dem Rechtsextremismus und rechts. Ja? Vielleicht sollten wir uns alle mal Gedanken machen, was denn rechts und links ist. Es gibt in Europa viele rechte Parteien und das sind keine Verbrecher, das sind keine Nazis, ja, die haben nur eben, sagen wir mal, eine konservative Ansicht und die sind auch nicht gegen die Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu DDR-Zeiten, war ich in der SED, ja, bin ich, egal, andere Geschichte, ich wollte auch nie wieder auf die Straße gehen, ich habe gesagt, ich mache da nicht mehr mit, aber irgendwann ist auch Schluss, wo ich sage, nee, jetzt musst du wieder was machen, ja. Aber rechts ist nicht zu verunglimpfen. Und diese Regierung stellt ihn aber als rechts hin, damit man sie verunglimpfen kann. Und die jahrelange Propaganda, die sie hier durchgezogen haben, Rechts- und Rechtsextremismus, ja, das ist nur eine Art von Spaltung, um die Leute abzuhalten, gemeinsam gegen diese dreckige Ampelregierung auf die Straße zu gehen. Und dann guckt man uns an, wer dann da oben sitzt. Ja, ein Wirtschaftsminister Habeck. Ja, du hast es gesagt, ihr habt Heimat, gibt es demzufolge nicht, da gibt es auch kein Volk. Ja, da musste man sich schämen für diesen Menschen. Eine andere, die Annalena Baerbock, ich meine, sie hat uns viele schöne Stunden, viele schöne Anekdoten bereitet. Man kann da herrlich lachen über diese Person. Ja, 360 Grad muss er sich erstmal drehen, Hunderttausende von Kilometern. Ja, aber trotzdem, man musste doch schmunzeln. Da konnte man nicht, ist manchmal kein Auge trocken geblieben über so viel. Ich durfte das Wort ja nicht sagen, weil man weiß immer nicht, was dann unter Volksverhetzung fällt. Wir waren erst am Dienstag, waren wir vor Gericht. Ja, wegen Volksverhetzung, da saß eine kleine Demonstrantin mit vor uns vor Gericht und wurde dort wegen einem Bild zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt. Ja. Und wir waren mit und ich kann euch sagen, und ich lüge, ich übertreibe da nicht. Das Mädel wurde durch den Gerichtssaal geprügelt. Die hat sich keinen Anwalt genommen. Ja? Und die Richterin war so, hat die so,
herablassend behandelt. Wir konnten das dann nicht, wir waren mit ihr, Petra, die auch gleich was sagt. Ich musste aufstehen, musste sagen, ich kann das nicht mehr ertragen, ich muss raus aus dem Saal. Was hier für eine Veranstaltung vollzogen wird, dann im Gegensatz immer zu einem anderen, wer da drinnen sitzen würde, der sogar Menschen, Leute umgebracht hat, die dann einen Freispruch kriegen und die dann rauskommen und denen so den Dicken zeigen. Ja, und die Eltern stehen doch draußen und müssen sich das alles mit angucken, was hier passiert. Noch zum Schluss würde ich sagen, ich schaue mir immer an, meine Ziele, wer mit mir geht. Ja? Und ich gucke, ja, wenn ich sage, okay, sind es die Grünen? Ja? Mit den Grünen gehe ich nicht. Auf keinen Fall. Für die Leute gehe ich auf die Straße. Ja? Gehe ich mit den Linken? Ja? Gehe ich mit der SPD? Oder gehe ich mit der CDU? Die CDU, die sich heute übrigens hinstellt und noch sagt, so kann es nicht weitergehen. Die aber genauso unter Merkel erstmal eingerührt hat, diese ganze Soße, die wir jetzt auszubaden haben. Und wie gesagt, und da schaue ich mir, mit wem ich gehe. Und ich habe für mich entschieden, ich positioniere mich. Und es ist für mich ganz wichtig zu sagen, für was ich gehe, mit wem ich gehe. Und ich möchte da nicht immer, nee, mit dem gehe ich nicht. Ja, alles, wer für uns, ja, für unsere Ziele mit auf die Straße geht. Die haben gesagt, da können das Juden sein, da können das Schwarze sein, da können das Ukrainer sein und Russen sein. Wer für den Frieden ist, wer für eine Zukunft unseres Landes ist. Der ist bei uns herzlich willkommen. Und wir sind keine Menschenfresser. Und wir sind doch keine Nazis. Wir sind Eltern, Oma, Opa. Ja, wir sind Mütter, Väter. Ja, wir haben Angst. Was? Menschen, na sicherlich. Ne? Und wir haben auch alle Angst. Aber wir gehen trotzdem auf die Straße. Und wir gehen nicht auf die Straße, wenn sie sagen, ach komm, hier könnt ihr schön laufen. Nix da. Ja? Der Mut besteht darin, auch wenn Gegenwind kommt, dass man da sagt, wir gehen weiter. Und wenn der Wind noch stärker ist, gehen wir noch mehr weiter. Ja, und wir machen das in Frankfurt, will ich bloß nochmal sagen, wir machen das in Frankfurt immer so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben dann immer unseren Spruch, wo wir dann aufrufen für den Frieden und ihr sagt auf die Straße. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt mal hier durch Fürstenwalde gehen, dass wir das genauso machen, dass einer spricht es an übers Megafon für den Frieden auf die Straße, für die Demokratie auf die Straße. Könnten wir das so machen? Ja? Ich mach mal kleinen Test, ja? So, für den Frieden! Für den Frieden! Auf die Straße! Wunderbar, das klappt doch hier, da freut mich schon. Jetzt auf Demonstration zu. Danke, lieber Lutz, für deine super Ansprache. Da möchte ich noch mal kurz anknüpfen, weil, Herr Kiesewetter von der CDU, sagt euch doch bestimmt was, oder? Oder? Habt ihr alle gesehen, oder? Habt ihr auch vernommen, was er gesagt hat? Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und wäre so geistesgestört wie er und würde zum Krieg aufrufen, was meinst du oder was meint ihr, was die da drüben mit mir machen würden? Die würden mich wegsperren, die würden mich einsperren, in eine Psychiatrie schaffen und so einer darf interviewt werden und ruft zum Krieg auf, dass wir Waffen in die Ukraine, dass wir Russland angreifen sollen und da Stützpunkte zerbomben sollen. Ey, was ist denn hier los in diesem Land? Was ist denn hier los? Und da sitzen noch genügend Leute zu Hause und gucken sich diesen Dünnpfiff an. Also, da fällt mir... Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich begrüße noch die Petra. Liebe Freunde, ich bin aus Frankfurt-Oder, Freundin von Lutz und seiner Frau und allen anderen auch. Huch, ja. Ja, prima. Ja. Ich habe nicht etwa mein Frühstück mit und habe auch nur ein paar Worte für euch, weil alles ist schon gesagt worden, was wichtig ist. Ich habe hier einen... Ah ja, okay. Ich habe hier eine Sache mit. Eine niedliche Vase. Diese Vase wurde... Machst du ja? Ja. Diese schöne Vase wurde tausende, abertausende Male im Ersten Weltkrieg für Freunde gemacht, für junge Menschen. Wenn diese Vase ankam, vom Postboten gebracht, in diesem Moment war derjenige, für den die Vase ein Geschenk sein sollte, schon tot. Auf dem Felde der Ehre. Ein Heldentod gestorben. Welches Feld der Ehre? Welcher Heldentod? Verachtungswürdig und darum sind wir heute hier gegen die Angst und gegen den Krieg.
Ganz lieben Dank dafür, Peter.